Einer von insgesamt drei Hubschraubern, die heute bei der sogenannten Helikoptersprungfahndung im Einsatz sind. Der Transporthubschrauber bringt das Team der Bundespolizei zu dem mobilen Kontrollpunkt, dem deutsch-französischen Grenzübergang bei Hornbach. Bundespolizistin Lea und Sascha Woinsen von der deutsch-französischen Einheit kontrollieren gemeinsam die Fahrzeuge. Überprüfen die Daten von ihm, den Führerschein, den Fahrzeugschein, das Fahrzeuginnere. Und die französischen Kollegen machen das genauso in ihrem System. Selbst kleinere Vergehen fallen so schnell auf. Bei ihm war halt der TÜV nicht mehr gut. Habe ihm gesagt und der wusste es gar nicht. Hat mir gesagt, oh Entschuldigung, was soll ich machen? Kriege ich eine Strafe? Und er sagt, nein, nein, das ist schon okay, aber machen Sie es so schnell wie möglich. Beim nächsten Fahrzeug passt die Zulassung nicht zur Fahrzeugbesitzerin. Sie hat ihren Wagen nicht umgemeldet auf ihren Namen, aber das hat sie im Februar gekauft. Also hätte es, sie hat einen Monat in Frankreich das umzumelden, aber hat es leider nicht machen können. Sie kann weiterfahren? Okay. Bis jetzt noch. Keine Strafe. Aus der Luft kann die Bundespolizei sehen, auf welche Straßen der Verkehr und damit auch potenzielle Kriminelle ausweichen. Es hat sich einfach gezeigt, dass die stationären Kontrollstellen sich eben durchaus rumsprechen und dann über diese mobile Komponente wir die Möglichkeit haben, eben auch den Ausweichbewegungen entgegenzuwirken. So geht die Hubschrauber-Sprungfahndung nach nur einer Stunde an einem anderen deutsch-französischen Grenzübergang weiter.